Mein Name ist Bodo Janssen. Ich bin Geschäftsführer der Obstgartsboom Hotels und Freizeit in Emden. Obstgartsboom ist ein Familienunternehmen, das 1976 gegründet worden ist, und wir betreiben Hotels an der Nord- und Ostsee. Die Krise, die sich bei uns ereignet hat, war, dass die Mitarbeiter mit meiner Führung nicht zufrieden waren. Also sie haben sich einen anderen Chef gewünscht als mich. Das wurde deutlich bei einer Mitarbeiterbefragung, und das hat mich natürlich dazu bewogen, nachzudenken darüber, was die Menschen brauchen, damit sie sich im Unternehmen wohlfühlen. Und aus dieser Betrachtung, den Menschen erfolgreich machen zu wollen, ist dann auch irgendwann ja dieses Zusammenspiel zwischen Familie und Beruf entstanden. Familie spielt eine wichtige Rolle bei den Menschen, und wenn wir ihnen die Freiheit schenken, sich zu organisieren, uns zu organisieren, dass das möglich wird, dann ist das ein Ergebnis. Die Krankheitsquote hat sich bei uns signifikant reduziert. Die Fluktuation ist deutlich gesunken. Die Mitarbeiter bleiben im Schnitt 3 bis 4 Mal so lang wie in anderen Hotelunternehmen. Und es geht bei uns auch darum, immer gute Fragen zu stellen. Und die gute Frage in dem Fall von Daniela Lehmann war: Wie können wir lösen, dass ich meine Arbeitszeiten so gestalte, dass sie vereinbar sind mit der Situation zu Hause? Und das bringt es mit sich, dass die Menschen bei uns im Unternehmen die Familie zusammen mit dem Beruf immer besser vereinen können. Ich bin Daniela Lehmann, arbeite im Obstgartsboom Landhotel Friesland im Service. Als mein Mann dann in die Wechselschicht dann halt eben versetzt wurde, stand ich dann halt eben vor dem Problem, dass ich nicht mehr dauerhaft nur in der Spätschicht arbeiten konnte, weil die Kinderbetreuung dann nicht sichergestellt ist. Meine Eltern zum Beispiel, die wohnen ein bisschen weit weg, sind auch beide berufstätig, das heißt, die könnten sich nicht um meinen Sohn kümmern. Also bin ich zu meinem Abteilungsleiter gegangen und habe gesagt, es gefällt mir hier, das Team ist echt super, ich würde hier gerne bleiben. Ich bin aber leider nicht mehr in der Lage, ausschließlich in der Spätschicht zu arbeiten. Das schaffe ich nicht mehr. Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich zeitweise dann in die Frühschicht wechseln kann? Mein Abteilungsleiter war da halt eben auch sehr aufgeschlossen und hat gesagt, ja, okay, dann ich schaue mir das mal an, ob das funktioniert, ob wir das irgendwie hinkriegen. Es braucht natürlich auch ein Team, das dann da aufgeschlossen ist. Ich hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das in irgendeiner Form ein Problem ist. Mein kreatives Potenzial kann ich ja auch sehr gut ausleben. Ab und an bekomme ich dann da mal 1, 2 Tage, wo ich dann nur das machen kann. Bei Obstgartsboom wird eine Unternehmenskultur gelebt, die es uns ermöglicht, Familie und Beruf gut unter einen Hut zu bekommen.